Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB Verse Report. Ja, und wir beginnen direkt am Anfang gleich mit dem Hot Topic. Und was sollte es anders sein? Es geht wieder um Patch 2.2. Ja, live ist er noch nicht. Nee, aber wir sind jetzt schon bei Version G. Und ich erinnere mich, Sawyer, dass du da einen Tipp hattest, ne? Mhm. Du meintest ja, wenn wir bei G sind, das könnte sozusagen der letzte Schritt sein vorm Release. Ja, das war so meine Anpeilung nach der Erfahrung der letzten PTU-Releases. Ob ich jetzt damit richtig liege, weiß ich allerdings nicht. Ja, liegt ja öfter mal richtig. Daumen drücken. Also wir werden es sehen, ne? Genau. Apropos sehen, was ihr alles sehen werdet in 2.2 und was enthalten sein wird in der Alpha, das seht ihr in unserem Video. Da haben wir einen Einsteiger-Guide gemacht. Ja, genau. Unbedingt reinschalten. Und ja, was gab's noch Neues? Ja. Becker. Blocker sozusagen, Blocker. Das ist ja genau, das ist der Punkt. Das wollen wir jetzt für euch im Hot Topics ein bisschen erklären. Was sind die aktuellen größten Blocker? Da gibt es an allererster Stelle einen ganz wichtigen und das nennt sich der sogenannte Helmet- bzw. Ship-Despawn-Bug. Ja, das liegt daran, es sind jetzt aktuell 24 Player möglich in der Instanz, ja. Aber es können nur 16 Schiffe gespawnt werden. Wenn also jetzt ein 17. Schiff gespawnt wird, dann wird ein anderes vom Server runtergenommen. Bisher hat der Server allerdings noch nicht damit bedacht, dass da vielleicht jemand drin sitzt. Könnte. Und dann machte es wupp, das Schiff war weg, man saß im Weltraum und im Endeffekt ist unter Umständen das ganze Spiel abgestürzt, der Server ist langsam geworden, also es hat auf jeden Fall zu großen Schwierigkeiten geführt. Das haben sie jetzt mit dem G-Patch, der jetzt gerade neu ist, gerade teilweise zumindest gefixt. Sie werden jetzt das, was sie gefixt haben, testen, versuchen das weiter auszuentwickeln, dass eben das nicht mehr vorkommt. Es wird auch in Zukunft nur so sein, dass man 16 Schiffe hat, aber der Server wird sich dann ein Schiff raussuchen, wo eben niemand drin sitzt. Also das heißt, dass man nicht auf einmal plötzlich im Weltraum sitzt. Vielleicht als nächstes der Sitz stehen. Genau. Das weißt du. Ja, das es sah wirklich abgefahren aus, wie das, ja, genau. Und dazu kann man noch auch sagen, auch das bringt so seine Schwierigkeiten mit, denn wenn ich zum Beispiel eine Mission mache, wo ich ein EVA mache und ich steige aus dem Schiff aus und mache meine Mission und komme zurück und dann ist das Schiff weg, weil ich bin ja gerade draußen und jemand anders hat eins gespawnt, könnte auch so zu Schwierigkeiten führen. Darum ist das gerade der Major Blocker, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sie jetzt fixen müssen und auch anpassen müssen. Außerdem gibt es noch ein paar Blocker, die mit dem Reputationssystem zusammenhängen, das heißt, es wird zum Teil nicht korrekt angezeigt, ob man jetzt im Monitored Space ist oder ob das jetzt überwacht ist oder nicht überwacht. All das wird jetzt auch noch gebalanced, also bis dahin, ich fürchte, meine G-Einschätzung wird nicht ganz passen. Vermutlich hauen sie hauen jeden Tag jetzt mindestens einen Patch raus fürs PTU. Mal gucken, wie es ist. Aber der Rest fühlt sich schon sehr, sehr stabil an und vor allem ein großer Traum, kann ich euch schon sagen, wird das Lobby-System sein, denn wir haben es bisher jedes Mal geschafft, mit einer Gruppe von 8 bis 9 Leuten zusammen mit einem Schlag auf dem Server zu sein und zusammen zu spielen, das war der Hammer. Super, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Weekly Updates. Weekly Updates, ja, wir steigen gleich mal ein mit Around the Verse. Und ja, wie gesagt, die Arbeit, die geht da voran am PTU und sie wollen das Ganze natürlich so schnell wie möglich live kriegen. Deswegen, ohne Pause. Bam, genau. Bam, 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 bam. Dann Marine-Rüstungen. Ja. Na, da, also leichte und mittelschwere Rüstungen sind auch jetzt schon im PTU zu sehen. Sie arbeiten jetzt aber auch noch an den schweren Rüstungen. Ja, das ist alles natürlich in Vorbereitung auch auf Star Marine, damit das dann auch irgendwann kommen kann, damit die Rüstungen da fertig werden. Außerdem ist im Fokus das Persistence-System. Haben wir letzte Folge auch schon mal erwähnt. Da geht es ja darum, dass Inhalte vom Spiel so und Sachen, die ihr macht im Spiel, von einer Session zu Session sozusagen übertragen werden. Das heißt, dass es persistent ist, die Veränderung. Ja, und da haben sie auch was zu gesagt, ne? Ja, und zwar der Gesundheitszustand der Spieler sozusagen soll persistent sein. Also wenn ihr vorher fit wart, seid ihr es auch. Wenn ihr natürlich einen gebrochenen Arm habt, werdet ihr den dann im nächsten Spiel auch haben. Dann der Zustand eurer Schiffe, der soll gespeichert werden. Ne? Also ja klar, wenn da irgendeine Schramme ist, dann habt ihr die auch später. Ja. Shopping, das soll persistent sein. Und gab es noch einen Punkt? Ja, Reputation. Ach ja, Mensch, hier die Arschlochhaltung. Okay, wie konnte ich das vergessen? Genau. Ja, das natürlich auch, dass wenn ihr jetzt eine Reputation verdient, aber im negativen Maße auch, dass das natürlich auch sich in die nächste Session überträgt. Also auch das soll persistent werden. Da arbeiten sie gerade dran. Und dann ein großer Ding, wo ich mich, ist ein kleiner Satz da mittendrin, aber der sehr, sehr viel bedeutet für viele Spieler, nämlich die Idris, die Fregatte, die ist jetzt in-Engine. Das bedeutet, sie ist wirklich in der finalen Phase zur Entwicklung und wird jetzt gerade aktuell auf Herz und Nieren in-Engine getestet. Wird sehr, sehr spannend, wenn sie da ist. Und wenn ihr euch die Wartezeit ein bisschen verkürzen wollt, auf die Reliant zum Beispiel, da gibt es jetzt einen kleinen Sneak Peek
in der Greyboxing-Phase. Genau, ein weiteres kleines Video, guckt es euch mal an, ist auch bei SCB und der Rest ist natürlich dort auch übersetzt. Weiter geht's dann auch zum Interview, was ja auch ein Teil von Around the Verse war, ne? Und den Namen konnten wir uns sehr gut merken. Ja. Mit Vincent Sinatra. Oh, das wollte ich unbedingt sagen. weil ich gerne, ich werde den Mann mal fragen, wenn ich ihn irgendwann zu greifen kriege, ob das tatsächlich ein Verwandter ist aus dieser Sinatra-Familie. Würde mich sehr, sehr interessieren. Anyway, der ist Leiter der Q&A-Abteilung, also der Qualitätssicherung, und hat so ein bisschen was erzählt, wie dieser Q&A-Prozess abläuft. Aber das wichtigste Update oder das interessanteste war daraus, dass jedes, wie war das? Die haben drei von vier Studios, ne, haben eine eigene Q&A-Abteilung. Und er ist quasi dafür zuständig, diese ganzen Abteilungen zu koordinieren und zusammenzubringen. Also zum Beispiel UK testet Squadron oder kümmert sich um Squadron 42. Dann Austin um die Schiffe. Ja. Austin war, glaube ich, live und PTU-Server. Ich glaube, wie war das? Austin war live und PTU, stimmt. Und LA auf die Schiffe. Genau, so. Richtig. Also jedes Q&A-Team hat so seinen Fokus, auf das es gesetzt wird. Und er koordiniert es. Lest euch mal das Interview durch, auch bei SCB zu finden. Ist sehr spannend. Da sind natürlich noch viel mehr Informationen hinter, wie dieser Prozess abläuft und auch wie die Priorisierung abläuft an sich. Ja, und damit gehen wir dann zu Reverse the Verse. Und da gab es die erste News zur Xi'an Scout. Die war ja ursprünglich als Zweisitzer geplant. Mittlerweile, sie nannten es aus designtechnischen Gründen, ist es ein Einsitzer geworden. Aber sie überlegen, ne, ob sie in Zukunft das Ganze wieder so technisch umsetzen können, dass es ein Zweisitzer wird. Genau, das wird die Zukunft zeigen. Momentan ist es ein Einsitzer und sie prüfen es, ob es geht. Ja, von da aus ging es dann weiter zum Voice-over-IP-System. Das heißt also die Sprachkommunikation im Spiel, ohne dass ihr jetzt bei Teamspeak oder sowas eingeloggt seid, sondern dass man wirklich sich gegenüberstehen kann und miteinander reden kann. Da haben sie gesagt, also das wird nicht vor 2.5 kommen, vermutlich eher später. Also das wird eigentlich eine Sache sein, die in der Zukunft eingebaut wird und sollte man nicht zu schnell erwarten, ja. Und dann auch nicht so schnell erwarten, also nicht vor 2.3 die Starfarer, dass die Hangar ready wird. Die peilen sie aber an für 2. Ja, immerhin. Immerhin. Und dann haben wir noch einen ganzen Haufen Schiffsupdates für euch, die auch aus Reverse the Verse kommen. Die rattern wir jetzt einfach mal so ganz flugs runter. Ich fange mal an mit der Reliant, denn die ist tatsächlich das nächste Schiff, was Hangar ready werden soll, und die ist tatsächlich geplant, dass sie sofort, wenn es denn möglich ist, in den Hangar kommen soll. Dann die Drake Herald. Die ist auch geplant, dass die als nächstes Hangar-ready werden soll. Da sitzt jetzt nämlich das Team von der Xi'an Scout dran, dass die sind damit fertig, also wird jetzt die Herald in Angriff genommen. Genau. Ich gehe weiter zur Carrack. Die ist in der Design-Pipeline vorgerückt, das heißt, alle Explorer-Fans unter euch werden sich wahnsinnig freuen, denn da wird jetzt aktuell schon dran gearbeitet, dass die als nächstes auch fertig werden soll. Und von dort aus geht es dann zur Caterpillar. Genau, die Caterpillar, die ist jetzt in-Engine, ne? Also die Konzepte sind soweit fertig und ja, jetzt ist sie in-Engine und quasi in Arbeit, auf dem Wege. Genau, auf dem Wege auch in die Hangar zu kommen. Weiteres Updates gab es zur Espera Prowler, das ist ja das Tervarin Boarding Schiff. Das soll erst gegen Ende des Jahres wirklich in die Konzeptphase kommen, also wirklich in die, auch vielleicht in den Concept Sale. Da hängt es wirklich daran, dass die Tervarin Konzepte mit Art und Architektur und dem ganzen Kram fertig sind, bevor die Prowler dann auch wirklich erstellt wird als Schiff. Ja, und dann gab es noch eine ganze Reihe runter, die ratter ich jetzt nicht mal so durch. Ne? So. Und zwar die Banu Merchantman, die 890 Jump, die Orion, die Reclaimer, die Endeavor und die Redeemer, die sind leider Langzeitprojekte. Das heißt, die sind in der Pipeline nach hinten gerückt oder sind hinten in der Pipeline drin. Das heißt, es sind Langzeitdinge. Da stellt euch bitte in der Zukunft darauf ein, auch wenn ihr große Fans von den Schiffen seid, da werdet ihr erstmal weniger zuhören. Sorry. Wir gehen weiter zu 10 Fragen an die Entwickler. Richtig. Genau. Xi'an und Alien und überhaupt, da gab es auch eine News, also Alien-Hersteller. Da ist es ja momentan der Fall, dass es quasi nur eine Firma oder einen Hersteller gibt für die Alien-Rasse, was ja bei Menschen unterschiedlich ist. Also da gibt es ja irgendwie mehrere und das haben sie herausgestellt. Also bei den Alien-Herstellern ist es erstmal nur so, dass einer dafür zuständig ist. Vielleicht in Zukunft soll es mehr geben, so wie bei den Menschen, aber... Ja, das ist auch ein Langzeitprojekt. Genau. Dann Planetenlandungen. Planetenlandung gab es noch was. Und zwar, das wird momentan jetzt gerade diskutiert, welche Schiffe wirklich landen können und welche nicht. Das liegt an mehreren Kernfeatures, zum Beispiel die Rolle des Schiffes, die Funktion des Schiffes und auch die Größe des Schiffes sind dafür entscheidend, ob das Schiff für eine Landung sozusagen erlaubt ist oder nicht. Die Entscheidung wird jetzt in Zukunft auch direkt mit der Entwicklung des Schiffes getroffen. Das bedeutet,
bedeutet jetzt, viele Schiffe haben wir ja, wo sie sagen, die sind schon entwickelt eigentlich und da müssen sie sich jetzt im Nachhinein entscheiden. In der Zukunft soll das aber im Entwicklungsprozess gleich enthalten sein, ob das Schiff dann landen kann. Und das erfährt man dann zum Beispiel auch beim Concept-Sale, wenn sowas dazu kommt. Ja, und dann gab es noch was zum Komponentensystem. Ja, zum Komponentensystem. Also da sieht es folgendermaßen aus, dass man austauschbare Komponenten haben wird. Also das ist Ziel, dass man die später optimieren kann und nach seinen eigenen Bedürfnissen quasi, ja, gestalten kann. Ausrüsten und so kann. Genau. Im Moment bei 2.2, wie gesagt, haben sie jetzt die Kühlsysteme implementiert. Ne? Mhm. Und das ist jetzt der Status quo und alles andere wird folgen. Genau, also da könnt ihr euer Schiff dann individualisieren. Nach eurem Gusto. So ist es, ja. Genau. Ja, dann gehen wir nochmal zu dem, was auf dem Crash Academy Channel passiert ist. Ja, da war eine Menge los. Video, Video, Video. Und das erste wurde zur Shian Scout von euch, von dir gemacht, ne? Genau. Also du hast die begutachtet, Hangar Ready ist sie ja nun. Und ja, da hat Sawyer seine Runden gedreht und das erste echte Alienschiff unter die Lupe genommen. Genau, richtig. Und da ihr, bevor jetzt wieder protestiert wird, ja, die Scythe ist auch ein echtes Alienschiff, wurde auch von den Vendul so hergestellt. Aber ich sage das deshalb, weil die Shian Scout wurde halt speziell für den menschlichen Markt optimiert und dafür auch als Marge rausgegeben. Daher nenne ich es immer erstes echtes Alienschiff. Das ist nur an der Stelle mal zu sagen. Ja, und ansonsten ignoriert ein bisschen meine Augenringe. Es war sehr, sehr früh morgens, als wir das gemacht haben. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Aber wir gehen auch noch weiter. Und ja, zwar, warte mal noch hier, wie sie sich das merken können mit der Shian Scout. Das fand ich nämlich sehr schön. Du hast es nämlich beschrieben, es ist sehr manövrierfähig, schlank und innovativ. Mhm. Und dann dachte ich, also das ist doch irgendwie so eine Parallele zu einer Frau. Ja, das stimmt. So, also das ist nicht nur zu Alien, aber... Sehr gut, ja. Bin ich großartig. Wunderbar. Gut. So, genau, anyway. Jetzt wolltest du zur Saber, genau. No. Nächstes Video, ja. Weasen und Sawyer haben die Saber, die ist ja flight ready, die haben sie getestet im Arena Commander. Genau, Weasen hat sich, die ist direkt schockverliebt. Ja, der ist verliebt. Ja, volles Brot. Also der hat schon wirklich, er hat gerade seinen Gewissenskonflikt, weil er eigentlich im Grunde sagt, die Hornet kann ich jetzt hier mal kurz zur Seite schieben. Wechsle ich jetzt wirklich voll auf die Saber, ist ja die ganze Zeit gerade der schlaflose Nächte mit. Aber ansonsten könnt ihr euch das angucken. Das ist natürlich wirklich das erste frühe Video von der Saber gewesen. Das heißt, direkt bei PTU-Launch haben wir das gemacht. Die hat sich inzwischen schon deutlich verändert, ist dieser Jäger. Ja, also es ist auch jetzt mit den weiteren PTU-Patches sind schon viele Bugs rausgeflogen. Es hat sich sehr, sehr verändert, dieses Schiff, und optimiert worden. Ja, und das sieht man dann im nächsten Video, also in der Let's Play-Episode. Zumindest, wenn man darauf achten will. Ein wunderbares Video, including Dozer. Und Gekloppe Royal mit Dozer ist da der Titel. Ich glaube, viel mehr will ich euch auch gar nicht verraten dazu. Es war wieder eine herrliche Klopperei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also im Arena Commander Battle Royale. Genau, waren wir dabei. Und genau, der erste Satz in diesem Video spricht schon für sich. Also von daher, schaut mal rein. Ist eine super lustige Episode geworden. Sehr, sehr schön, ja. Ja, und dann haben wir noch was so auch in eigener Sache. Das heißt den Livestream. Der kommt wieder zu euch diese Woche am 3.3., das ist der Donnerstag. Um 20.15 Uhr startet unsere Show Let's Crash, die ich euch hoste. Und wir so ein bisschen natürlich darüber reden, wie sieht's jetzt aus? Ist bis dahin vielleicht der Live-Patch wirklich schon da? Können wir mit euch da mal reingehen? Und was gibt sonst so Neues bei Star Citizen? Das behandeln wir dann am Donnerstag 20.15 Uhr live auf Twitch. Jawohl, und dann haben wir am Ende noch... Unsere Auswertung, ne? Interaction, genau. Und zwar, ja, wir haben euch ja gefragt, okay, welche Schiffsguides würden euch jetzt noch interessieren von den Schiffen, die bereits flight-ready sind. Und das fiel eigentlich sehr eindeutig aus, ne? Also, ihr habt eindeutig gesagt, die Freelancer mit 43%, die wollt ihr als nächstes sehen. Ist notiert, wollte ich nur sagen. Ja, wird kommen. Dann, danach kam die Constellation mit 24%. Immerhin. Ja, die, also auch notiert, würde ja, ich absolut, sagen. Ja, absolut, ja, klar. Ja. Sowas von. Dann die Vanguard. Die Vanguard mit 16%. Die Gladiator mit 10% und die Aurora mit 8%. Ja, also vielen Dank, dass ihr euch so an dem Voting beteiligt habt. Das hilft uns immer sehr, da uns auch so ein bisschen unsere Pipeline zu legen, wie wir die Videos gestalten. Dementsprechend werden wir uns natürlich darauf einstellen. Ansonsten, schönen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Votet für uns, also gebt uns mal einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Oder disliked uns, wenn ihr sagt, da könnt ihr noch was besser machen. Oder abonniert uns. Ja, bitte. Gerade dann, um up-to-date zu bleiben bei Star Citizen, hilft das Abonnement sehr. Und wenn ihr uns persönlich als Channel unterstützen wollt für die Arbeit, die wir hier machen, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei, da haben wir eine Kampagne und da könnt ihr uns direkt als Creator von YouTube unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Ja.
In diesem Sinne verabschieden sich Cecilia und Sawyer mit einem schönen Dank an euch und einer schönen Woche und einem See you on the flight deck.